Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen aus der Eifel. Für die heutige Tour haben der Peter hier vom Kanal BlackMax und ich, wir haben uns hier auf den Weg gemacht in die Eifel und sind hier beim Christian. Guten Morgen. Christian in Dümpelfeld. Und von hier aus starten wir eine Tour durch die Eifel, die da Christian geplant hat. Und ich bin auch ganz dankbar und ganz happy, dass er uns seine Gegend hier zeigt. Hat mich ja immer schon interessiert, hier mal eine Tour zu unternehmen. Aber wie wir alle wissen, vor einem Jahr hier die große Flugkatastrophe. Wir sind ja praktisch hier mitten jetzt aktuell in Dümpelfeld im Katastrophengebiet hier. Und ich habe ja schon mal mehrfach gesagt, wer meine Videos auch im Livestream verfolgt, ich möchte hier keinen Sensationstourismus machen, hier rumfahren und irgendwie kaputte Häuser filmen. Da bin ich ihm ganz dankbar, dass er und seine Gegend hier, seine, ja, Heimat ist es ja nicht, aber morgen schon erfahren, bist du ja eigentlich Düsseldorfer. Gebürtig, aber deine Wahlheimat hier sozusagen näher bringst. Und wir sind jetzt 2 Tage hier unterwegs. Übernachtung auf dem Campingplatz. Richtig. Und was erwartet uns heute hier? Ja, was euch, zeigst du uns? Euch erwartet jetzt, sage ich mal, wir fahren jetzt erstmal nach Adenau. Die meisten kennen das wahrscheinlich vom Nürburgring her. Ja. Da gucken wir gerade, dann holen wir da noch ein bisschen Verpflegung. Von da aus geht es dann Richtung Non. Da ist ein schöner Wasserfall, den wir noch besichtigen werden, inklusive Kaffee. Sollte von der Uhrzeit her auch passen, mit dem Einrücken zwecks Kaffeekuchen. Ja. Dann nach Blankenheim zur A-Quelle, zum Übel von der ganzen, ja, Sache hier letztem Jahr. Und von da aus dann nach Freilingen auf den Campingplatz. Ja, schön. Sind ungefähr 70 Kilometer. Ja, da freuen wir uns, die Sonne kommt raus. Und wir sind ganz gespannt hier, was wir gleich hier zu sehen bekommen, an Natur vor allem. Wie gesagt, nicht als Katastrophentourismus, sondern wirklich uns interessiert hier die Gegend. Richtig. Und im Endeffekt, wir sind froh über jeden, der kommt, damit das Geld auch, sage ich mal, auch in die Gastronomie und sowas wieder reinfließt, damit der ganze, ja, Kram hier, sage ich mal, auch wieder aufgebaut werden, genau, kann. Leute, also seid motiviert, ne? Wenn ihr das Video anguckt, packt auch euer Fahrrad ein, kommt hier hin, macht eine Tour. Klar. Ist noch nicht alles ganz, das sieht man immer, ja, noch, aber wir werden ja sehen. Wir, ne, sind froh, über jeden, Radweg, der kommt. Ob wir da radeln können heute. Richtig. Wir werden ja sehen, was geht und was nicht geht. Stellenweise sollten wir drauf sein. Und die Gegend hier heute Morgen liegt total herrlich, auch mit dem Sonnenschein jetzt. Der kleine Bach hier übrigens, der Adenauer Bach. Moin. Wir sind hier gerade auf einer alten Bahntrasse unterwegs zwischen Ahrtal und Adenau. Ist ja bis in die 80er Jahre lang noch Zugverkehr gewesen. Und der Christian hat mir gerade erzählt, dass die Anbindung öffentlicher Personennahverkehr eine Katastrophe ist. Also ohne Auto ist man dagegen hier praktisch aufgeschmissen in den kleinen Orten, wenn nur einmal morgens, einmal abends ein Bus fährt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich als Emsländer komme ja auch aus einer Gegend, wo zumindest in meiner Jugend ohne Auto auch eigentlich nichts möglich war, irgendwo hinzukommen. Geht ja am Anfang schon so ein bisschen rauf und runter. Und wenn man geguckt hier, der Christian ist ja bei Komoot vorgeplant. Da wurden 1000 Höhenmeter angegeben. Und da muss ich ein bisschen mit dem Akku sparsam sein. Nach meiner Emsland-Tour bin ich ja gewohnt, nur flach. Und gib ihm. Ich muss immer ein bisschen zurückhaltender sein mit der Unterstützung. Ist ja anstrengend, so eine Radtour, gerade bei dem Wetter hier, aber ordentlich Gegenwind, auch wenn wir mit dem E-Bike unterwegs sind. Ist das trotzdem eine Herausforderung und ist natürlich erstmal was zu essen besorgen unterwegs. Ja, ihr könnt es ja unschwer erkennen jetzt hier. Wir sind jetzt am Nürburgring angekommen und das an diesem Wochenende 1000 Kilometer Rennen. Es gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit, dass hier Wochenenden angeboten werden, wo man mal mit dem Rad um den Nürburgring fahren kann. Da hatten der Peter und ich ja auch schon gesagt, so, boah, haben wir gegoogelt, haben natürlich auch mal Interesse dran. Aber wie gesagt, an diesem Wochenende Autorennen, 1000 Kilometer Rennen, da wird ja nichts mit dem Fahrrad hier auf der Nordschleife.
Ein andermal. Jetzt mal ein Blick auf die Strecke hier, die Nordschleife. Aber ich sehe gar kein Rennen hier. Unten stehen die Fahrräder, der Christian, passt auf. Ja, ich glaube, mit dem Mikrofon hört man das gar nicht so gut. Wir haben einen ganz guten Windpüschel oben drauf. Es ist richtig, richtig windig. Und ja, ist ja auch ein bisschen stärker bewölkt. Da hinten ist ein bisschen blau. Wir hoffen, wir kommen so über den Tag, dass wir jetzt hier nicht zu nass werden. Und der Christian hat zu Beginn ja gesagt, wir landen heute Abend auf dem Campingplatz, auf dem einzigen Campingplatz hier in der Gegend, der auch schon wieder in Betrieb ist. Es ist auch in der direkten Nähe von Dümpelfeld wieder aufgebaut worden. Er hat aber keine Genehmigung bekommen, dass er da wieder aufmachen darf. Ziemlich direkt an der A. Und darum jetzt der einzige Campingplatz in der Gegend hier, den wir mit dem Rad von Dümpelfeld aus erreichen können. Und sind wir ganz gespannt. Das ist so ein bisschen Luxus-Campingplatz, wenn ich es richtig gelesen habe. Ist jedenfalls nicht der kostengünstigste, auf dem ich jemals war. So, wir fahren jetzt wieder ein Stückchen zurück hier durch Adenau. Und dann mal gespannt, was der Christian uns gleich als nächstes hier zeigt. Ja, in der Gegend Radweg an der Straße Fehlanzeige in Adenau. Und ich glaube, diese Straßenverkehrsordnungsregel 2,50 Meter Abstand beim Überholen vom Radfahrrad ist ja auch wenig bekannt. Ja, liebe Leute, 9% Steigung. Der Christian ist richtig vor mit uns hier. Und ich habe natürlich, falls der Akku leer ist, hier Mettwurstreserve. Und von oben jetzt schön zu sehen, unten im Tal, Adenau. Ja, von hier oben hat man eine schöne Aussicht noch mal runter auf Adenau. Hinten im Hintergrund Nürburgring kann man von hier jetzt nicht sehen, ist aber auch da. Ist so, müsst ihr glauben. Und es ist echt eine wunderschöne Gegend, in der du hier lebst, Christian. Das ist wieder ein bisschen neidisch hier, ne? Von der Gegend her natürlich schön. Da ist natürlich immer die Berge rauf und runter. Ja, gut. Muss man mögen. Stimmt, und da muss man vielleicht auch einen Zweitakku besitzen. Ne? Peter ist ja unterwegs mit seinem Riese und Müller Supercharger, wo er schon wieder Fotos macht. Der kann ja nicht genug kriegen von seinem Fahrrad. Und der Christian hier mit seinem Highbike. Aber er hat auch zwei Akkus dabei. Der hat auch noch ein Lastenrad mit dem gleichen Akkusystem. Ist ja auch pfiffig, sich da nochmal ein Rad zu besorgen, wo man die gleichen Akkus fahren kann. Und ich muss halt haushalten mit meinen Kräften. Hier gerade hier 13% Steigung hier rauf. Hat der Rad mir gesagt, 30 Kilometer Restreichweite. Ja. Und wer glaubt dem Fahrrad, ne? Da glaube ich mal lieber dem Reiseführer. Jetzt halte ich mal eine Klappe und wir genießen ein bisschen die Aussicht. So, und da wo mein Finger jetzt drauf zeigt, ich nehme natürlich wieder weg, im Hintergrund die Nürburg. Wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen hier nach dem Kilometer harter Radfahrarbeit hier rauf. Wir haben heute übrigens noch keinen anderen Radfahrer getroffen und bei der Streckenwahl von Christian hier wundert mich das gerade auch nicht. Ja, liebe Leute, schnell das Outfit gewechselt hier, mein Froschkostüm angezogen. Die anderen beiden sind auch dabei. Das ist ja auch interessant, Peter. Peter fährt ja, wenn schönes Wetter ist, mit einer gelben Sicherheitsjacke rum und wenn es anfängt zu regnen, man nicht mehr gesehen ist, sieht er sich eine schwarze an. Ja, natürlich. Meine Güte. Die jungen Leute, ne? Peter ist aber noch keine 50. Der muss halt noch Erfahrung sammeln.
Eifel-Downhill hier. Ich kann den Tacho jetzt gerade nicht zeigen, weil ich die Kamera fest vorne am Lenker montiert habe. Aber sind jetzt doch gut 37 km/h gerade gewesen. Bei 7% Gefälle. Moin moin. Und wie das so ist, wenn man sich die Regensachen angezogen hat. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, ich freue mich ja. Ist der Himmel wieder blau? Und die bleiben jetzt auch erstmal an hier. Wir sind vorbereitet. Ne, Sonne kann ja jeder, wir können auch schlechtes Wetter. So, wir fahren jetzt hier langsam wieder in Richtung A, wenn ich es richtig verstanden habe. Und mittlerweile hat sich auch die Akkuangst ein bisschen gelegt, wo es ein bisschen flacher geworden ist. Erhöht sich die virtuelle Reichweite auch ein bisschen. Das ist ja so die Krux mit dem E-Bike-Fahren. Man hat einerseits hat man mehr Möglichkeit, mehr Reichweite. Andererseits hat man da ständig das Auge drauf. Reicht das auch, muss ich nicht laden. Und ich muss ehrlich sagen, liebe Leute, ich bin momentan so ein bisschen dazwischen in meiner Haltung, Entscheidungsfindung für die nächste Radfahrsaison. Ob das nicht mal wieder eine reine motorfreie Radfahrsaison wird. Zumindest in weiten Teilen. Schauen wir mal. Und wir sind jetzt auf dem Weg hier zum Wasserfall nach Lohn. Oh, ich hoffe, wir nehmen die untere Strecke. Glück gehabt. Ich hoffe mal, der Weg ist wieder komplett lang. Okay, Überraschung. Der Christian war jetzt nach der Flugkatastrophe mit dem Rad jetzt auch noch nicht hier. Angeblich ist der Weg jetzt hier gleich wieder ganz. Wir kommen jetzt gleich auf den Ahrtal-Radweg. Und ja, lass uns überraschen, sonst müssen wir jetzt eine andere Strecke suchen. Ja, wie heißt das so schön? Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Ja, hier müssen wir mal gerade. Also hier war auch ein bisschen stark Regen. Kann aber sein, dass das jetzt letzte Woche war. Ja, also letzte Woche hat es ja. Ja, hier kamen so ein paar Hänge wieder runter. In der letzten Woche war ja auch wieder so ein kleines Starkregenereignis, wo so ein paar Hänge jetzt auch wieder frisch runtergekommen sind. Und hier auch die Uferbefestigung alles neu gemacht nach der Flut. Dieses ja, Bächlein ist es ja nicht, ist ja schon ein richtiger Bach, aber oder Flüsschen hat dann auch wohl richtig Schaden angerichtet hier an dem Weg. Kilometer 23 mittlerweile. Herzlich willkommen hier bei Müsch auf dem A-Radweg. Freunde, der Peter motiviert mich ja immer, dass ich auch ein bisschen Eigenwerbung mache so unterwegs. Wir überlegen ja so Aufkleber mit YouTube ans Fahrrad zu machen oder Schilder oder sonst was. Und der Christian ist uns da schon wieder hier 3 Schritte voraus. Guckt euch das mal an. Das ist auch sein Kanal natürlich hier. Christian Schafferle. Der hat sich das mal eben aufs Trikot klöppeln lassen. Wieso habe ich das nicht, Peter? Ja. Du bist doch mein PR-Berater. Ja, Leute, habt ihr das gesehen? Hör mal. Ja. Also, haben wir noch nicht mal. Nee. Der Christian ist so naselang entfernt. Ja, ne? Und wir verlinken natürlich den Kanal. Also, ich verlinke, du wahrscheinlich ja, auch. Aber es ist ja mein Video, fällt mir gerade so auf. Ich verlinke natürlich den Kanal vom Christian hier unten drunter. Dann könnt ihr ihn auch abonnieren, ne? Dass die Werbung auch dann wirklich Wirkung zeigt. So.
Und hier jetzt ganz unscheinbar im Flussbett, da wo es auch hingehört, die A. Und hier alles neu gemacht, der A-Radweg. Und wie der Christian sagt, noch gar nicht so lange wieder fertig hier. Ja, hier, liebe Leute, war offensichtlich mal ein Campingplatz, würde ich sagen. Ne? Ja. Die Brücke hier über die A gibt es auch gar nicht mehr. Hinten im Hintergrund noch so eine kleine Kirchekapelle. Und der darf nicht wieder eröffnen hier, ne? Ich kann es dir nicht sagen, ob der wieder eröffnen darf. Aber sieht ja nicht so aus. Die machen den nicht mehr auf. Ja. Der Besitzer hat mehrere Campingplätze und ich glaube, der hier soll komplett zubleiben. Ah, ja. Peter, ja, Stichwort Akkuangst. Reichweitenangst. Reichweitenangst. Zeig mal Reichweitenangst. Ich fahre ja Tesla, ich bin ja Reichweitenangst gewöhnt. Aber ich habe ja Motor aus jetzt hier und Reichweite, was habe ich denn jetzt hier? 80 Kilometer, liebe Leute. Wir sind bei Kilometer 27. Einen im Sinn, 40 Kilometer haben wir es ja schon. Alles Orte, wo ich noch nie was gehört habe hier. Wiesbaum, Uexheim, A-Hütte. Ich wusste also bis heute nicht, dass es Ortsnamen mit Ü gibt. Niederrehe. Niederrehe, Niederehe. Ah, das passt. Ja, liebe Leute, da hätte Christian so ein bisschen vorwarnen können, ne, dass hier so eine Furt eingebaut wurde. War, glaube ich, absichtlich. Das ist jetzt ja kein Schaden am Weg, nein. Aber ist ja auch hübsch, mal so ein bisschen Abwechslung. Aber wir haben von weit natürlich nicht gesehen, wie tief das Ding ist, aber hat ja geklappt. Aber eine herrliche Gegend hier, liebe Leute. Und direkt, wir kommen jetzt an so ein Café, an so eine Mühle. Ich zeige erstmal hier der Parkplatz für die Pferde. Mal gucken, wo wir unsere Drahtesel hier parken dürfen. Ja, der Christian hat uns jetzt hier die Nona Mühle gezeigt. Da sind wir jetzt hingefahren. Das ist so ein lecker Kaffeechen hier. Oh, mein Kuchen ist abgerutscht. Lecker Schwarzwälder Kirschtorte habe ich mir ausgesucht hier. Tässchen Kaffee dabei. Ja, wirklich ganz, ganz idyllisch hier. Ganz gut gemacht. Hier geht's rüber.
flacht eigentlich jetzt hier durch. Ich würde sagen, das muss der Peter. Peter erstmal ausprobieren. Ja, das eigentlich. Machbar aus. Machbar. Weiterfahren. Nicht anhalten, danke. Das hätte ich absteigen müssen. Das ist wieder hier maximale Herausforderung für die Bildstabilisierung der GoPro, weil ich die Kamera jetzt wieder fest am Lenker habe. Tippitoppi. Und wie immer, wenn ich ein bisschen länger gesessen habe und ein bisschen was gegessen, getrunken habe, erstmal wieder in Gang kommen. Erstmal wieder die Beine motivieren hier. Obwohl es mittlerweile ja auch erst oder schon oder nur 36 Kilometer sind, aber schon 500 Höhenmeter. Und ich sage es ja gerne immer wieder, auch mit Motorunterstützung ist das doch schon ein bisschen Sport, was wir hier machen. Kilometer 40, herzlich willkommen am Wasserfall von Noon. Und der Radweg geht gleich hier weiter. Kleine Herausforderung oder ein bisschen größere auch. Unsere Räder stehen jetzt auf der anderen Seite hier von dem Flüsschen. Und eigentlich war hier eine Brücke, die ist auch der Flugkatastrophe zum Opfer gefallen. Das heißt, da müssen wir gleich was überlegen, wie wir dann hier die Fahrräder rüber kriegen. Obwohl, da vorne sieht es ja niedrig aus, ne? Gucken wir da mal eben, ob wir da durchschieben können. Aber erstmal natürlich ein bisschen Wasserfall gucken hier. Wir haben jetzt eine seichte Stelle hier gefunden an dem Wasserfall, bis wir an dem Flüsschen. Und da vorne vielleicht die Räder runterzuschieben, dann hier, aber da müsste ich erstmal die Badelatschen auspacken, glaube ich. Und ich habe keine Sicherheitsbadelatschen. Ich glaube, das wird nichts. Wenn wir wohl eine Alternativstrecke suchen dürfen. Aber von der Natur her wunderschön. Ne? Das ist so ein kleines Rinnsal jetzt hier vorne. Das Wasser ein bisschen abregnet, hätte ich fast gesagt. Ja, liebe Leute, unser Reiseführer, der Christian, hat mal ein bisschen nochmal Google beschäftigt und hat jetzt eine Alternativstrecke ausfindig gemacht. Ich hoffe mal, sie funktioniert. Und wenn nicht, dann gibt es eine Alternativstrecke neben der Alternativstrecke. Irgendwo werden wir schon ankommen heute. Irgendwann geht draußen das Licht aus. Ist ja auch interessant, was manche Leute meinen, für so eine Übernachtungstour mitnehmen zu müssen. Guck mal hier, 5-6 Taschen hat der Black Max am Rad. Bin mal gespannt, was da ist. Heute Abend alles rauskommt aus den Taschen. Ja, was bei der Luftbildaufnahme auf Google nicht zu sehen war, dass hier ein Tor in der Strecke ist. Dahinter ist wohl ein Steinbruch. Also wir müssen jetzt zurück und nochmal wieder durchs Wasser und auf den rechten Pfad zurück sozusagen. Wir fahren jetzt also wieder den Weg Richtung Mühle zurück, wo wir gerade auch lecker Kaffee und Kuchen gegessen haben. Und dürfen dann gleich wieder mit dem Rad durch die Furt. Aber wir wissen ja, dass das von der Höhe passt, dass wir keine nassen Füße kriegen.
Und hier sind wir jetzt oberhalb des Wasserfalls angekommen. Und jetzt verstehe ich auch so ein bisschen hier, ich wollte gerade sagen, die Geometrie, die Geologie, nein, die Gegend, wo wir sind. Und das gehört hier alles schon zu dem Wasserfall dazu. Auf dem Hinweg gerade zum Café sind wir auch hier durchgeradelt. Ja, ich muss meine Bremsscheiben mal wieder ölen, die quietschen. Aber hier sieht man mal wieder auch ein richtig schöner Spielplatz für große Jungs. Oder ältere Jungs. Größer sind wir ja auch nicht. Und das Wetter hier gerade würde der Meteorologe, glaube ich, als wechselhaft bezeichnen. Ne? Gerade noch Sonne bei dem kleinen Wasserfall. Und jetzt hier, ja, ihr seht es ja selber. Ne? So ein bisschen nieselig oder ein bisschen mehr. Leute, mittlerweile muss noch 5,8 Grad Außentemperatur. Also ich würde es nicht wundern, wenn es gleich auch noch anfängt zu schneien hier. Und ist eine wunderschöne Gegend. Kaiorab muss nicht so viel von sehen. Aber man kann mich zumindest hören, wenn man von vorne jetzt kommen würde. Hat ja auch was Gutes, wenn so eine Bremse quietscht. Wir sind jetzt auch wieder hier an der A unterwegs und am Campingplatz Fringsmühle reiten wir gerade vorbei. Aber das ist noch nicht unser Campingplatz. Wir fahren noch weiter rauf jetzt zur A-Quelle. Aber die Gegend hier, auch wenn es regnet, auf jeden Fall interessant. Und der Radweg sieht man ja auch zwischendurch immer wieder neu asphaltiert. Ich habe es am Anfang vom Video schon gesagt und der Christian hat ja auch darauf hingewiesen, die Region ist hier zwingend angewiesen auf Touristen. Das ist ja auch eine Einkommensquelle hier, nicht nur am Nürburgring, sondern auch so wie wir jetzt hier Radtouristen. Und wie man sieht, hier die Wege sind befahrbar. Und das ist ja auch ein Grund, mit warum wir die Tour hier heute mit dem Christian unternehmen, um euch zu zeigen, dass man hier ruhig hinkommen kann, dass man wirklich hier Tour mit dem Rad unternehmen kann, dass es kein Sensationstourismus ist, dass wir jetzt hier Bilder machen wollen von zerstörten Existenzen. Da geht es auf keinen Fall drum. Und ja, wir haben eine Menge Spaß jedenfalls, wir drei hier. Und wie gesagt, wir freuen uns auf den Campingplatz. Sind da schon ganz überrascht, so ein Luxuscampingplatz. Da hatte ich nochmal ein paar Details von den Buchungskapriolen, was da für Besonderheiten noch sind hier. Und fahren jetzt erstmal weiter Richtung Blankenheim hier. Ja, ne, die modernste und teuerste Technik, die wir hier uns angeschafft haben, nämlich Rode Funkmikrofon, ist dann doch nicht so outdoor geeignet, beziehungsweise gar nicht outdoor geeignet. Das ist der Sender, obwohl ich habe den hier, guck mal, unter dem Jäckchen, das ist jetzt der zweite Sender, obwohl der gar nicht leer ist, schaltet sich dann dauernd ab. Ich weiß gar nicht, ob der nass geworden ist oder wie auch immer. Jedenfalls hatte ich gerade dann eine Aufnahme ohne Ton. Gut, dass man regelmäßig aufpasst, muss man aber auch bei diesem modernen Gerümpel, was wir hier dabei haben. Ne? Peter hat ja auch schon seine Erfahrung gemacht mit dem Rode Funkmikrofon auf dem Jakobsweg, als er da unterwegs war im Frühjahr. Und wenn das nass wird, dann ja, ist Schönwetterspielzeug irgendwo. Ne? Obwohl das alles ja, obwohl das Rode heißt jetzt nicht Outdoor, die Kamera ist ja Outdoor. Obwohl mit dem Ganzen, was wir da anschließen, ist es auch nicht mehr Outdoor. So ist das. Sind wir doch Schönwetterfahrer, ne? Irgendwo, irgendwie. Ja, man merkt jetzt schon, so langsam wird es Herbst, nur noch gut 5 Grad sind sie jetzt hier, obwohl die Sonne herrlich scheint und ist noch gar nicht lange her. Ich muss überlegen, letztes Wochenende war ja auch noch, ja, haben wir noch an 30 Grad, ne? Wahnsinn. Gut, hier sind wir ein bisschen höher, ist eine andere Gegend als bei uns jetzt hier zu Hause, aber hier war es ja auch richtig heiß. Ne? Tja, es wird Herbst, liebe Leute.
Mittlerweile 17.05 Uhr, Kilometer 56. Und wir fahren jetzt direkt hier Richtung Campingplatz. Eigentlich wollten wir noch zur A-Quelle fahren, ist aber morgen früh verschoben, weil wir wissen, dass der Kiosk am Campingplatz nur bis 18 Uhr geöffnet hat. Und wir wissen nicht, ob die Anmeldung dann auch direkt 18 Uhr schließt. Und dann gehen wir lieber auf Nummer sicher, dass wir da auch unterkommen hier heute Nacht. Ja, wir haben uns jetzt so einige Meter hier die Straße hochgequält. Mittlerweile auch schon knapp 800 Höhenmeter hier heute zurückgelegt. Aber so eine Aussicht entschädigt dann auch wieder. So, wir kommen jetzt hier zu unserem Campingplatz heute hier. Der Campingplatz Eifelkamp. Eifelkamp. Eifelkamp ist auch gut, ne? Anreisespur. Dann sind wir ja richtig. Ja, liebe Leute, ich habe schon gesehen, der Kiosk ist, glaube ich, schon geschlossen, obwohl es noch gar nicht 18 Uhr ist. Zumindest die Außenrolllade hier. Eieieiei. Ich hoffe, es wird noch was mit dem Zeltaufbaubierchen. Ja, liebe Leute, wir haben uns jetzt hier angemeldet. Ist ja noch vor 19 Uhr, so lange hat die Anmeldung hier offen am Campingplatz. Aber der Kiosk hat leider schon geschlossen, 17 Uhr, weil noch kaum Gäste da sind, haben wir erfahren. Aber die waren so nett, haben den extra mal für uns aufgemacht, sodass Peter eben hier die, das Zeltaufbaubierchen. Ja, man kann also eine Kiste Bier auch in einer Plastiktüte transportieren, zumindest eine halbe. Und dann schieben wir jetzt mal zum Zelt, zum Zeltplatz. Wir sind jetzt hier direkt am Ort des Geschehens angekommen. Die größte Spannung des Tages sozusagen fällt von uns ab. Wie wird der Campingplatz ausfallen? Wir haben hier, die haben hier richtig fürs Zelt in Parzellen. Guck mal, hier ist Parzelle 1, hier 2 und hier 3. Wir müssen gleich mal gucken, wer welche gebucht hat, dass wir nicht durcheinander kommen. Mit den ganzen anderen Gästen hier. Und hier gibt es auch fließend Wasser und Strom. Tippitoppi. Und der Christian hat einen CE-Adapter mit Mehrfachsteckdose dabei, sodass wir gleich alle gleichzeitig auch unsere Räder laden können. Ja, und dann würde ich mal sagen, bauen wir Zelte auf. Und da oben sieht auch schon ganz vielversprechend aus. Guck mal da oben die Schaukel. Kleine Diskussionen. Da vorne ist Strom, wo der Strombo steht. Ja, haben wir es doch ganz gut getroffen hier. Das könnte uns wirklich schlechter sein. Ich bin auch heute wieder mit meinem Black Deer, mit dem schwarzen Hirschen unterwegs. Ist es noch nicht abgespannt, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir die Zelte hier genau platzieren. Aber ich glaube, so ist schon gar nicht schlecht. Ne? Peter hat seine Strandmuschel wieder dabei. Ist natürlich darauf angewiesen, dass es nicht regnet, weil er natürlich kein Dach dabei hat. Oder Peter, wie sieht es aus? Ja, ich weiß ja nicht, Dach ist ja drauf. Ne? Ich weiß nicht, was wasserfest ist. Dach ist drauf, ja, aber du hast doch hier Fenster. Was ist denn damit? Kann doch reinregnen, oder? Hast du nicht dran gedacht? Wieso? Ich habe doch hier eine Hülle. Hier. Also er hatte vorhin ja, hatte er ja Reichweitenangst, dass der Akku nicht reicht. Aber ich hätte, glaube ich, eher hier, das ist Angst, aber Bedenken, dass ich eine nasse Nase kriege. Ach, da kannst du zumachen, das Fenster. Ach so, es ist ja richtiges Dach drauf, weiß ich jetzt auch. Okay. Gut, da habe ich seine Strandmuschel jetzt schlechter gemacht, als er wahrscheinlich in Wirklichkeit ist. Ja, und der Christian ist noch am Aufbauen hier. Der hat, glaube ich, ein mehrräumiges Apartment dabei, weil er ist am Hämmern und am Machen und am Tun. Er ist schon beim Trockenbau von innen am Machen. Er wird gerade hier Nasszelle und Küche gebaut. Aber ist doch, ihr merkt schon, richtig anstrengend.
im Vergleich hier Peter Strandmuschel einmal dran ziehen und auch mal ein kleiner schwarzer Hirsch hier eben die Stangen durchschieben. Das ist ja freistehend halt, ne? Und da müssen wir mal schauen, wo wir die dann platzieren, dass wir so ein kleines Zeltlager hier haben. Was ich mir neu gekauft habe noch, ist der Tisch. Genau. Ich muss ja einen neuen Stuhl haben. Habt ihr ja im letzten Video von meinem Emsland-Abenteuer gesehen, dass mir am vorletzten Tag ist das, glaube ich, schon passiert, ne? Dass der Stuhl hier eingerissen war. Jetzt habe ich mir mal einen original Helinox gegönnt. Ich brauchte noch ja regelmäßig. Und als ich dann im Laden war, habe ich mir auch direkt noch das Tischchen dazu gekauft. So sieht das aus. Und hier haben wir unsere Räder schon angeschlossen. Peter auch, sehe ich gerade, seine Funkmikrofonanlage. Und der Christian hat auch richtig hier 10 Meter Verlängerungskabel dabei. Jetzt weiß ich auch, was die Jungs den ganzen Tag in der Packtasche spazieren fahren, den ganzen Elektronikgelumpe. Das habe ich natürlich gar nicht dabei. Ich besitze sowas ja auch, so ist es ja nicht. Aber ich habe extra vorher gefragt, wer bringt sowas mit. Und da reicht ja eigentlich ein Adapter und eine Mehrfachsteckdose. Da brauche ich die nicht rumschleppen, ne? Machen wir eine kleine Roomtour hier. Parallelfilming sozusagen. Ne, ich habe ja die schmalste Ausrüstung dabei, die man dabei haben muss. Also hier Hausschuhe natürlich. Dass das sauber bleibt, meine Thermarest, ISO-Luftmatratze, mein Down-Schlafsack, der muss noch ein bisschen aufgehen. Da braucht man eine halbe Stunde, bis die Down wieder richtig mit Luft gefüllt ist. Das Down-Reisekopfkissen ist dabei natürlich. Und der Peter hier schauen wir auch mal. Der hat auch eine richtig große Tür in seiner Strandmuschel. Und, aber er hat kein Kopfkissen. Ne? Er packt sich da einfach seine Klamotten unter das Kopfende. Das reicht ihm, sagt er dann. Und Christian ist gerade, glaube ich, noch dabei, den Flur mit der Garderobe zu zimmern. Die anderen Räume sind fertig. Ja, liebe Leute, Zelte sind aufgebaut und als Zeltaufbaubierchen empfiehlt uns hier der Einheimische sozusagen, der Christian, hast du nicht, das hast du auch als erster, das Eifeler Landbier, kennst du das auch gar nicht? Nein, Bier. Achso, er kennt ja auch nicht. Ja super, wir natürlich direkt nachgekauft hier die halbe Kiste. Egal. Egal. Ne, also, wir stoßen jetzt hier noch schön an. War eine schöne Tour bis jetzt. Grüß ihr Lieben. Prost, Prost, Prost. Und Prost. Auf euch. Ja, schmeckt nach Bier. Ja, liebe Leute, ich werde mich dann jetzt für heute von euch hier verabschieden. Wir haben es jetzt mittlerweile, ist auch gar nicht so spät, 18:30 Uhr, wird ja auch schon deutlich früher dunkel jetzt zu dieser Jahreszeit, hier Mitte September. Wir machen es gleich noch ein bisschen frisch und gehen dann hier in die Gastronomie. Die Küche hat wohl bis 9:30 Uhr irgendwie offen und waren jetzt ja auch, wir waren halt gut 60 Kilometer, glaube ich, auf dem Rad, irgendwie so, ne? Und ja, wir sind die Einzigen hier, dann können wir auch keinen stören, uns kann keiner stören. Tippitoppi. Morgen früh geht's weiter. Also tschüss. Gute Nacht, bis morgen früh.